Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved Online mit mir, Elnevis LP, hier auf meinem Community-Server und meinem Kanal. Ja, IP steht wie immer in der Beschreibung, ihr könnt jederzeit joinen. Kommen wir erstmal zur Sache, zum Thema. Der Server ist wieder online, allerdings weinendes und ein lachendes Auge. Lachend, ja, er ist online, ich komme rein. Und 6 andere Leute auch, weinend. Noch nicht alle kommen rein. Ich weiß noch nicht so genau, woran es liegt. Mein Zweitschar kommt auch nicht rein. Und dementsprechend bin ich mit der Lösung insgesamt sehr unglücklich noch. Wurde mir aber seitens Nitrado versprochen, dass wenn während des Nachtlaufs, also dann, wenn der Server nachts neu startet, die Sache nochmal erneut weiter bearbeitet wird und eventuell behoben wird. Das heißt eventuell, ich gehe stark davon aus, dass die das machen. Und naja, dann hoffe ich, dass spätestens morgen, 5.1. Gott, 2016 ja mittlerweile, auch die restlichen Leute wieder reinkommen können. Ich habe jetzt auch gerade gelesen, dass zum Beispiel Jana und, ja, ich weiß leider ihren Ingame-Namen nicht, da war noch eine zweite. Auch nicht reinkommen. Gerade bei Jana ist es natürlich schade, weil die Base wollte ich mir gleich nochmal angucken, beziehungsweise auf mehrfachen Wunsch von verschiedenen Tribe-Mitgliedern mache ich jetzt nochmal eine kleine Base-Tour. Fliege aber diesmal außenrum. Und dann schauen wir doch mal, was es noch so gibt. Ja, grundsätzlich zu dem Update, was wir jetzt hier haben, ist natürlich das Procoptodon dazu gekommen. Habt ihr ja auch vielleicht im Update-Video gesehen oder auch nicht. Und ja, es läuft auch vereinzelt auf dieser Welt schon rum. Ich habe es schon mehrmals gesehen. Man kann aber wirklich nur von Spuren von Procoptodons reden. Das liegt daran, dass alle Tiere, die ja mittlerweile existieren und auch schon gespawnt sind, ja im Grunde vorhanden sind. Und die Engine erst dann neue Tiere spawnt, wenn diese irgendwann mal gestorben sind. Bei dem Paul ist gerade ein Rex-Baby geschlüpft. Ich war leider definitiv zu weit weg, sonst hätte ich mir die Sache natürlich angeguckt. Aber wir gucken am Ende der Folge definitiv rein bei dem Rex-Baby. Und er muss das jetzt ja eh noch versorgen und am Leben halten und hab da nicht gesehen, ne? Kennt er ja. Hier wurde definitiv weitergebaut. Von wem? Von Reaper. Müsste eigentlich Cookie Play sein. War zumindest die letzten Male so. Der hatte hier auch oben dieses Teil gemacht. Oh, das ist ja mittlerweile weiterentwickelt. Scheint aber trotzdem nicht so viel drinne zu sein. Wie auch immer, was haben wir denn hier? Claiming allowed. Also auch hier haben wir in 2 Tagen die Möglichkeit, die Sachen zu übernehmen. Das werde ich natürlich nicht machen. Cookie Player. Ich glaube, gelesen habe ich ihn letztens mal. Also der müsste eigentlich jetzt öfter schon online gewesen sein. Nur ich glaube, der baut jetzt in einer anderen Gegend, weshalb natürlich der Timer hier auch nicht weitergeht. Gut. Das Haus hatten wir hier schon mit seiner Klappe in der Mitte unten. Und auch so von der Architektur finde ich es schön. Ist halt mit Nutzen der Schrägen. Das Nutzen der Schrägen macht die Sache natürlich immer irgendwie wohnlicher als hier so ein Kasten. Wie der hier. Das war clever. Der John. Den habe ich auch schon mal gesehen und gehört. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein. Gibt kein Problem mit dem John.
Ich habe nur ein Problem mit meinem Petri. Der ist nämlich so schnell, dass es da echt schwer ist, wieder raufzukommen. Apropos schnell und Petri, mal schauen. Okay, Fleisch hat er noch. Sonst hätten wir uns jetzt mal ein Dodo schlachten müssen. Hier ist auch so eine Stelle, bei der man gut bauen kann, finde ich. Hat aber noch niemand gemacht. Hier haben wir auch wieder einen aktiven Bau. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe oder nicht. Ich kann mal kurz gucken, wem der gehört. Dirky. Dirky aus Dirkadirkastan. Hier wohnt Dirky Tribe. Huch! Wie hat er denn die Dodos hier reinbekommen? Nicht schlecht. Vielleicht Tür zu machen, wenn man vorhat, wiederzukommen. Das kennt er ja. Wir haben auch das Problem, dass wir auf dem Server einfach mal einen fiesen Dieb haben, nach wie vor. Also man kann hier eigentlich nichts wirklich unbeaufsichtigt lassen. Es wird definitiv geklaut. Finde ich nicht gut. Ist aber so, gehört mit zum Spiel und dann lebe ich jetzt halt damit. Wir wollen nachher noch jemanden abholen. Ja, ich weiß noch nicht so richtig. Abholen ist falsch gesagt. Ich weiß nämlich nicht so richtig, womit ich den abholen soll. Obwohl, mein Petri müsste ihn tragen können. So, dann hat der Cookie Player gesagt, er baut jetzt hier irgendwo eher auf der Seite dieses Plateaus. Ich sei beim letzten Mal dran vorbeigeflogen. Wir können ja nochmal eine große Runde drumherum machen, bevor wir uns dem eigentlichen Plateau nähern. Aber dem ist nicht so. Ich sehe hier nichts anderes, also gehen wir direkt zum Plateau. Wir erinnern uns, das hier war das, was früher von Reaper war. Habe ich schon öfter gezeigt. Oh, ich dachte schon, jetzt ist es kaputt. Scheint aber auch weiterhin so zu sein, wie es vorher war. Insofern, richtig gefährlich scheint es hier oben nicht zu sein, weil die Tiere ja immer noch alle leben. Gut. Und hier unten baut jemand. Wer baut denn hier? Hier steht kein Name dran. Oh. Das war mal ein Leck. The Noobs. Girand baut hier. Girand, das wäre ja dann der Anton, glaube ich. Dann nehme ich mal ein Spino-Ei mit. Übrigens elegant geparkt, Anton. Super. Mit Ballista und Dodo-Armee. Finde ich gut. Gibt nichts zu meckern. Ach, hier liegt er ja. Das sollte man sich vielleicht überlegen, ob man nicht doch reingeht. In ein Haus. Ah, nee, ich kann ihn gar nicht ausplündern. Kleiner Blick, ich muss mal kurz was schreiben. Ansonsten würde ich sagen, füttern. Der sagt nämlich hier gerade, sein Trike ist gestorben. Okay, Archiraptor sagt gerade, die Kängurus sind oft. Ich hatte ja mal gesagt, die sind eher nicht so oft. Was haben wir denn hier? Ach, ein Kühlschrank und so. Gut, dass sie das in ein eigenes Gebäude legen. Das gefällt mir gut. Alles schön sichern, Leute. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, auf dem Server wird leider geklaut, was nicht nied- und nagelfest ist.
Und das hier gefällt mir sehr gut. Das Nutzen eines Ballistas, das leider nicht über das Tor hinweg zielen kann, aber es sieht echt toll aus. So. Als nächstes müssten wir trotzdem das Baugebiet von Jana sehen. Und ich habe halt, wie gesagt, gerade gelesen, dass da noch jemand zugehört. Und deshalb... Tja. Tut's mir, wie gesagt, leid, dass er gerade heute nicht online kommt. Ich bin aber, wie gesagt, auch sicher, dass es nach dem letzten Patchlauf dann soweit sein sollte, dass ihr online kommen könntet. Und auch hier hat sich wieder eine ganze Menge getan. Lassen wir ihn doch kurz mal laden. So Leute, da sind wir wieder. Ihr habt es vielleicht mitbekommen oder wundert euch gerade über diesen Übergang, der gerade stattgefunden hat. Es ist so, dass der Computer abgestürzt ist, nachdem ich diese eine Basis angeflogen habe und er sie geladen hat. Und ja, das ist ein großes Problem. Wir haben nämlich gestern Abend, heute ist der Morgen danach, einiges probiert, diese Basis wieder hinzubekommen, beziehungsweise unsere Charaktere da wegzubekommen, denn der Akiziraptor und auch der X-Luno, wenn ich das richtig ausspreche, haben probiert, mich aus dieser Basis rauszuholen und sind beide jeweils auch daran gestorben. Was heißt gestorben? Die Charaktere sind nicht gestorben, sondern die Computer sind halt ausgefallen. Und infolgedessen sind wir da halt nicht mehr rausgekommen aus dieser Basis. Irgendwas muss mit der Basis nicht in Ordnung sein. Das ist die Basis von der Jana und noch von jemandem, den ich gestern erst über YouTube halt... mehr oder weniger mitbekommen habe, dass sie auf meinem Server spielt, weil sie mich gefragt hat, warum sie denn nicht mehr einloggen kann. Ich gehe mal davon aus, dass es auch eine Frau ist oder sie halt. wo ist er denn? Zytendra. Geschrieben, so bei YouTube. Und es ist so, dass ich diese Basis... Man kann halt nicht in die Nähe dieser Basis kommen. Sobald man in die Nähe kommt von der Basis und der Computer anfängt, sämtliche Strukturen zu laden, die da sind, sobald das geschehen ist, fliegt man raus. Und das ist ein Problem. Und zwar auch für die beiden, weil ich kann daran nichts mehr ändern. Ich komme ja nicht in die Nähe der Basis, um sie abzureißen. Mal davon abgesehen, dass ich das überhaupt gar nicht wollen würde. Also, ich fand ja die Basis immer ganz toll, weil sie wirklich von der Struktur her schön war, auch von den Mustern her. Ihr seht es ja jetzt nochmal in einer Zeitlupe, dass da sich wirklich Mühe gegeben wurde. Und da tut einem natürlich auch das Herz weh, wenn man sagt, okay, man müsste das irgendwie per Admin-Befehl abreißen. Werde mich da trotzdem schlau drüber machen, denn es kann halt nicht sein, dass es eine Zone gibt, in der man, ihr seht es ja hier in Zeitlupe nochmal, nicht näher kommen kann, ohne dass halt der Computer abstürzt. Ja, dementsprechend bleibt mir jetzt nicht viel zu tun. Wir haben die Ark resettet gestern, und zwar um 2 Stunden, sodass wir halt nicht in der Zone gefangen waren. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum halt die letzten Spielstände weg sind, es ist so. Ich konnte nicht mehr einloggen, und das ist schon das Schlimmste jetzt dafür, dass ich natürlich ein YouTube-Let's Play mache. Auf einem x-beliebigen Server würde ich sagen, okay, ist blöd, aber auf meinem geht das natürlich nicht. Die anderen beiden konnten auch nicht mehr einloggen. Das passt natürlich. Jetzt ein Sturm da rein. Und Zytendra und Jana können auch nicht mehr einloggen. Haben auch schon geschrieben, sie probieren alles Mögliche, aber sind da halt chancenlos. Muss mal kurz in die Option. Meine Soundeinstellungen sind natürlich genauso resettet. Deswegen kann es jetzt sein, dass das nicht richtig passt zwischen den Lautstärken. Ist dann blöd, ist aber so. Oh, ich habe wieder eine Skybox. Cool. Gut, wie auch immer. Wir... Sie ist aber nicht sonderlich schön, die Skybox. Wir machen die...
die Base-Tour dann jetzt einfach hier in meiner Nähe weiter. Denn auch hier hat sich einiges getan, was ich eigentlich auch schön finde und dementsprechend auch mal zeigen möchte. Das habe ich, glaube ich, die letzten Male noch nicht. Ui, wir haben hier zum Beispiel einen feuerroten... Was? Wer greift mich denn hier an? Ach, so eine scheiß Insekten. Ich habe jetzt kein Problem mit Insekten. Das Problem ist nur, dass man sie mit dem Pteranodon ganz schlecht erwehren kann. So, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Jo, wir haben hier einen feuerroten T-Rex. Und hier haben wir so eine Art gigantischen Vogelkäfig. Inklusive Regenbogen-Raptor. Ihr seht's da. Sehr, sehr cool. Gefällt mir gut. Und von der Seite kommt man hier rein und hier landet natürlich auch der Quetzal. Den die Jungs hier haben. Und hier sind sie auch einigermaßen geschützt vor den ständigen Argentavis-Angriffen. Übrigens, das hier dürfte das letzte Video sein, das in der Schneelandschaft aufgenommen wird. Zumindest halt hier, weil heute wird das Winter-Event resettet von Seiten des Herstellers. Und damit ist die Sache gut. Schön finde ich auch diese Landepiste. Gut durchdacht, gefällt mir sehr gut. Daneben das kleine Haus, wie es bekannt ist. Und mittlerweile bleibt auch der Kamin so, wie er ist. So dass man halt wieder ganz beliebig den kleinen Kamin wählen kann. Hat dann natürlich auch seine Mammuts und so. Ich glaube, ich habe auch einen Mammut. Das ist jetzt auch ganz wichtig, weil, wie gesagt, das wird jetzt ja resettet. Was haben wir denn da unten? Einen flüchtenden Carnotaurus. Das hat man ja nicht oft. Ja, hier unten ist so unser Gehege in etwa. Dann gehen wir mal weiter gucken. Hier kommt ja die bekannte Basis vom Archiceraptor. Allerdings ist der stark am Bauen. Und das ist auch der Grund, warum ich das Architecture-Mod jetzt doch beibehalten werde. Denn wenn jetzt jemand tatsächlich das auch wirklich benutzt, sehe ich natürlich keinen Grund, die Sache abzubrechen. Erhebliche Frame-Drops gerade an der Stelle. Und ja, diese Basis hier soll wohl einiges an Steinen bis jetzt gekostet haben, um nicht zu sagen im Millionenbereich. Nein, das nicht, aber sehr, sehr viel. Was haben wir denn hier? Ah, wir haben Fence Foundations, das heißt, hier kommt demnächst ein Zaun hin. Dann haben wir da einen wilden T-Rex. Ich würde gerne wissen, warum die Frames hier so krass droppen. Der gegen Mammuts kämpft. Und der Hütte hier ist etwas widerfahren. Ich glaube mal, der wurde auch angegriffen von Tieren. Hier drüben haben wir dann die Basis vom Markus, wie gehabt. Aber der hat jetzt seine Brücke hier fertig gebaut. Auch ganz große Klasse an der Stelle. Gefällt mir sehr gut. Und auch das Metallhaus, das ist neu. Zuletzt war das hier noch ein ganz normales Holzhaus. Das ist schon cool. Ja, gefällt mir. Dem Markus hatte ich ein Prokop. Genau, hier ist es. Okay. Gut. Dann haben wir hier natürlich noch seine Tiere und so weiter und so fort. Wie gehabt, ein sehr schönes Ensemble an allem Möglichen. Zumal er ja auch nach hinten angebaut hat. Man sieht es jetzt kaum, aber gut, hier ist es jetzt halt funktionell ein Klumpen als Hangar. Das war einfach nötig aufgrund dieser ganzen Argentavis. Oder anders formuliert, aufgrund der Argentavis-Seuche.
Oh, wir haben hier einen Alpha-Raptor, das ist immer nicht so erfreulich. Das bedeutet meistens Schwierigkeiten. Und der Frame-Drop gefällt mir gerade überhaupt nicht. An Archaeciraptors Basis hat sich erstmal nicht so viel geändert. Bevor es jetzt richtig dunkel wird, muss ich nochmal schnell hier hin. Und dann kommen wir hier zur Basis von X-Luno. Und diese Basis, finde ich, hat es in sich. Hier schön mit herrschaftlichem Wohnraum. Ach Mann. Gut, okay. Hier schön mit herrschaftlichem Wohnraum drinne und Lagerplatz und zeig's mir doch jetzt einfach nochmal. Komm. Da, ihr seht's mit den Söckchen. Ah, mittlerweile haben die ein Safe gebaut. Ich meine, das ist wahrscheinlich aufgrund der Diebstahllage hier auf dem Server nicht die verkehrteste Idee. Einiges an Schränken. Und auch so haben die sehr viel Stauraum für ihre Tiere geschaffen. Gefällt mir alles in allem ziemlich gut. Und ist auch wichtig, denn, naja, ich habe es ja schon gesagt, hier wird viel geklaut. Und dementsprechend ist das so. Hier war bis vor kurzem die Basis von iHeady, also sprich Justus und noch jemanden. Warum sie die jetzt abgerissen haben, ich verstehe es nicht. Hätte ich heute nochmal gezeigt, aber puh. Das Abreißergebnis ist jedenfalls nicht schön, sage ich es mal so. Ne? Das wird, glaube ich, jeder verstehen, wenn ich das so sage. Weil, ja, ist halt wirklich nur abgerissene, ohne Rücksicht auf Verluste. Und unsere Base-Tour endet auch schon bald, aufgrund der Tatsache, dass ich, wie gesagt, jetzt über 2 Tage aufnehme. Ich wollte jetzt einfach mal irgendwie wieder es hinkriegen, ein Video rauszukriegen, aber zurzeit ist es echt ein Problem. Ach, hier ist die Basis vom Xan, glaube ich. Auch die habe ich schon einige Male gezeigt. Ab jetzt arbeite ich wieder mit Filter in YouTube. Oder wartet mal, wisst ihr was? Wir machen mal. So. Hier hat sich einiges getan. Sieht auch gut aus, muss ich mal so sagen. Gefällt mir gut. Wirkt jetzt durchdacht. Ein bisschen geprotzt. Aber hey, wow. Auch mit vielen kleinen Details, wenn man hier zum Beispiel diese ganzen Stone Railings beachtet, die hier drauf sind. Cool. Ich kann mir vorstellen, dass hier auf der Seite ein Gate ist. Genau. Dann macht das durchaus Sinn. Dann kann man nämlich hier die großen Tiere reinbringen. Sehr schön. Ich gehe mal davon aus, dass diese Tür hier gepincodet ist. Genau. Na gut, schade. Egal, ist ja seins. Ist ja seins. Da wollen wir jetzt nicht unnötig eindringen. Aber auch das ist sehr schön. Hier ein irgendjemandens Hausboot, das ist gerade mal nochmal gut gegangen. Ich hatte jetzt schon gedacht, ich demounte. Wie man auch immer das Hausboot gehört. Auch eine gute Idee. Die Basis kennen wir ja. Ist alt, hier ist nochmal ein Boot. Und dann will ich mich nochmal hier rüber begeben. Und zwar habe ich ja hier mal irgendwann mal einen Giganotosaurus ausgesetzt. Und im nächsten Augenblick hieß es, hier baut jemand. Oder was heißt im nächsten Augenblick? Ein paar Tage später sogar erst. Und der hätte alles auseinandergenommen. Jetzt will ich natürlich gucken, was hier gebaut wird. Außerdem nehme ich bei der Gelegenheit den Airdrop noch mit. Ach nee.
Den Airdrop nehme ich nicht mit. Das ist der Grund, warum das hier Kanotaureninsel heißt. Mal davon abgesehen, dass wir hier unglaublich viele Skorpione und T-Rex haben wir auch noch. Na gut. Ich kann aber nichts Gebautes sehen. XL Prime. Ah nee, wie heißt denn der im Spiel? Ich weiß es nicht. Fürst Hans. Mir war so? Nee, der ist es auch nicht. Jakubus. Einer von denen sollte hier bauen, hat er zumindest gesagt. Tut's aber nicht. Schreib mir doch mal einen Kommentar, wo du hier baust, damit ich, das halt auch zeigen kann oder beziehungsweise auch weiß. Weil ansonsten würde ich das wieder als Giganotosaurus-Spawn-Insel benutzen wollen. Denn, den Wunsch, einen Giganotosaurus zu zähmen, haben halt viele Leute immer wieder mal. Hier ist die alte Basis vom Opa, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, der spielt nicht mehr bei uns. Die alte Basis vom Selector. Und die alte Basis vom Justus. Ich befinde mich im Kampf. Ja, nee, ist klar. Alles Tiere, die man vielleicht sogar mittlerweile schon claimen kann. Nur so, falls hier jemand auf Tiersuche ist. Wir gucken mal kurz hier rein. Und blenden dafür auch das Menü wieder ein. Den Stand kennen wir ja mittlerweile. Aber ich will mal kurz gucken. Ich glaube, der war wirklich lange nicht online. Claiming allowed in 5 Tagen. Heidi Klum lässt sich dann claimen. Oh, und hier sogar erst in 9 Tagen. Das bedeutet zumindest, dass er online war. Das ist schon mal gut. Und hier... Raptor Klaus has arrived. Das letzte Mal, würde ich behaupten. Affen mit Waffen. Demolish allowed. Tja... Demolish erlaubt heißt ja immer, dass man die Sachen abreißen kann, die so sind. Und. Nun gut, wir begeben uns jetzt auf den Rückweg. Ich sage an der Stelle schon mal danke fürs Zuschauen. Habt Verständnis, dass ihr nicht in die Gegend könnt von Jana und. Wie heißt sie? Zytendra. Nochmal den Namen nachgeschaut. Denn da wird auch euer Spiel abstürzen. Das ist nicht einfach nur eine Warnung, es ist so. Woran es liegt, kann ich noch nicht beurteilen. Ich habe eine Bitmap, oder was heißt eine Bitmap? Ich habe eine Painting-Datei gefunden, die viel zu groß war auf meinem Server. Und habe jetzt so die Vermutung, dass in irgendeiner Weise dort ein Painting das Problem verursacht. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Jana und Zytendra, was da nun los ist. Habt ihr Paintings irgendwo angebracht? Vielleicht auch eins, das nicht regulär ist und einfach nur hochgeladen wurde. Sowas kann ja immer alles Probleme enthalten. Insofern, yo. Was wir jetzt nochmal machen ist, da hinten hingucken. Ist das vielleicht das, was ich denke, dass es das ist? Bleibt kurz dran, auch wenn ich mich gerade verabschieden wollte. Wir haben vielleicht jetzt nochmal die letzte Möglichkeit, nach Raptor Klaus zu schauen. Was sagt meine Stamina? Ist in Ordnung. Ja, es wird so sein, wie es ist. Schön, dann sehen wir auch nochmal Raptor Klaus am Ende der Aktion. Vorausgesetzt, er stürzt jetzt nicht ab. Alter Schwede. Ihr seht, die Grafikeinstellung zurzeit ist nicht sehr hoch. Da muss ich auch noch dran arbeiten. Ich habe das gestern ja alles verloren. Aber es ist so. Hier ist Raptor Klaus.
Ist Rauchter Klaus eine rote Entität? Das ist cool gemacht. Das hätte ich mir vorher angucken müssen. Insofern tut's mir leid, dass wir das nicht vorher gemacht haben. Ich habe das Event nicht wirklich ernst genommen. Bin auch nicht der Weihnachtsfreund, muss ich dazu sagen. Oh. Raptor Klaus bewegt sich überhalb. Oh. Ah, das ist ein Airdrop. Ah. Ihr seht, wie planlos ich bin in der Hinsicht. Ach, hier gibt es mehrere Airdrops schon. Dann nehmen wir uns mal den da hinten. Damit sind wir ungefähr da, wo die Base-Tour angefangen hat. Tja. Cool zu wissen. Da ist ein Raptor-Klaus-Geschenk. Und ein Argentaris. Ich wurde ja schon lange nicht mehr von Dilophosauriern belästigt. Hört ihr den Sound? Cool. Okay. Uncool. Rapture Klaus has departed. Heißt es, dass seine letzten Geschenke auch departed sind? Nee, da ist noch mal eins. Mistletoes, 8 Stück. Ja, gut, wir sammeln jetzt noch das letzte Geschenk ein. Oh, doch nicht. Wir sammeln noch das hier ein, obwohl Swamp Biome. Nee. So blöd bin ich nicht. Wir sammeln noch das hier ein. Nochmal Mistletoes. Dann danke ich an der Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder, denke ich mal. Bis dann, ciao, ciao. Euer El Nevis LP.